Okay, ich glaube, das war's. Bist du sicher? Na, was sagst du dazu? Ich glaube, du bist auf der richtigen Spur. Und was ist mit denen? Keiner von ihnen wirkt wie eine echte Person. Oder der hier. Die menschlichen Eigenschaften, die du den Waldtieren zugewiesen hast, regen wahrlich zum Nachdenken an. Zweifellos. Ja, eindeutig Marianne. Warum eine Prinzessin? Keine Königin? Sie war anti-autoritär. Ja, sie wäre keine gute Herrscherin gewesen. Hatte ich ganz vergessen. Wir haben so getan, als sei er wirklich da. Und dann war er es plötzlich. Das war aber nur das eine Mal, oder? Allison? Warte. Es fühlte sich so echt an. Es war... Nichts. Unsere Fantasie ging mit uns durch. Toll. Hallo? Sam Kansky, Meister des schlechten Timings. Diese Unterhaltung ist noch nicht vorbei. Morgen, Sam. Ahoi, Kobolde. Hab zufällig Chief Brown getroffen und er meinte, ihr fangt heute mit dem Hausputz an. Da, naja, dachte ich, ihr zwei könntet vielleicht Hilfe gebrauchen. Das... Danke. Das war sehr aufmerksam. Hör zu, ich wollte dir gestern keinen Schrecken einjagen. Hast du nicht. Nur deine Schrotflinte. Ja, naja, wie auch immer. Ich habe mal ein bisschen gegoogelt und mich darüber informiert. Ich kannte den Unterschied zwischen all diesen Wörtern nicht, verstehst du? Von Ihnen eine große Leseratte. Hm? Aber ich glaube, ich verstehe, dass ich falsch lag. Es tut mir leid. Oh, und bevor ich es vergesse, für die Dame des Hauses. Das war das Rezept eurer Mutter. Ich mache es immer noch jede Woche. Denkt dabei an sie. Danke. Aber wir haben keinen Herd. Wir sind immer noch ohne Strom. Oh, ja. Der Sicherungskasten. Noch etwas, das ich hier in Ordnung bringen wollte. Wo ist der? Ich kümmere mich darum. Oh, ja, ganz bestimmt. Aber... ich habe ihn die letzten 20 Jahre immer in Gang gebracht. Ich helfe dir dabei. Okay. Auf zur Scheune, folgt mir. Wir sind direkt hinter dir. Die Entschuldigung war ja mal was. Komm schon, wir brauchen Licht. Sei nett zu unserem Helfer. Also, wie ist die Schule? Ich bin schon fertig. Freiluftstudien. Oh, Freiluftstudien, hä? Tja... ganz gut, dass ich vorbeigekommen bin, was? Die Scheune habe ich für eure Mutter gebaut. Du hast ihr echt geholfen, was? Ach, nur ein paar Kleinigkeiten hier und da. Hab ich gern gemacht. Eure Mutter, sie...
Ich hätte sie nie sich selbst überlassen können. Egal. Wo ist der verdammte Schlüssel? Öffne einfach die Tür. Und gib uns die Schlüssel. Alle davon. Naja, ich dachte, hier wären vielleicht ein paar Wartungsarbeiten nötig, also. Nein, alles gut. Danke. Kleine Warnung. Die Tür ist launisch. Hast du dich denn nicht um das Haus gekümmert? Und die Türen geölt? Was? Denkst du, ich hänge hier den ganzen Tag lang rum? Junge, lass mich mal versuchen. Schon gut. Wenn du den Griff so weit wie möglich nach links gedreht hast, gib ihr einen kleinen... Oh. Verdammt. Ach, Mist. Naja, zumindest ist die Tür jetzt offen. Das ist leicht zu reparieren. Jetzt zum Sicherungskasten. Oh nein, nein, nein. Du und du kümmert euch um das Chaos. Ich check den Sicherungskasten. Aber ich war das nicht. Mir egal. An die Arbeit. Okay. Sicherung zu Stecker. Klingt doch ganz einfach. Mary Ann. Ich habe mich um deine Elektrik gekümmert. Ich muss los, aber falls du es dir ansehen magst, pass auf, dass du die Schaltkreise nicht überlastest. Benutze 15 Ampere Sicherungen für die Garage, für das Haus Sicherungen bis insgesamt 120 Ampere. Sam. PS. Bin ziemlich stolz, weil ich ausnahmsweise auf die richtige Farbkodierung geachtet habe. Jede Sicherung sollte ein Kabel in der richtigen Farbe haben. Okay. Bei der besten Technik der Gegend. Naja, das ist doch Verletzung. Das ist halt. Was Salz und Zitrone nicht richten können. Salz und Zitrone ist eine Familie, doch kein billiger Tequila. Eine Margarita wäre jetzt echt nicht schlecht. Eine Margarita? Wirklich? Hey, mein überliebter alter Sam ist ausgefallen. Hier, halt mal. Ich will die Spindel untersuchen. Sollten wir das noch vor dem Zusammenbauen sauber machen? Ah, ich will nur was nachschauen. Hey, hab die zwei eine. Warte, das ist falsch. Sicher, dass du keine Hilfe brauchst? Hey, gib mir noch etwas Zeit. Ich muss das verstehen. Okay. Frau, was? Lass das sein. Oh, hast du das eben im Kasten gelesen? Versuchen wir die hier. Dann. Hier ist überall Schimmel. Mensch, steck doch deine Nase nicht rein. Das ist doch kein verdammter Blumenstrauß. Diese Türen werden ständig von Schimmel befallen. Die liegen Richtung Norden und kriegen kein Sonnenlicht. Scheint, als hätte der Baumeister das echt vermasselt, das. Hey, seh dich vor. Wir müssen das nur mit Terpentin reinigen, oder? Und Borax. Mhm. Und wahrscheinlich auch Föhn.
Ich lüfte die Scheune so gut es eben geht. Und verdammt, ich brauche wohl eine Sicherung mit mehr Ampere. Steck keine Sicherung mit wenig Ampere in einen Stecker für hohe Ampere. Da ist der ein Brandsicher. Denk einfach nach, Allison. Das silberne Teil. Du musst zurück in das Messingteil. Deshalb hat er dir wahrscheinlich bekämpft. Ja, wahrscheinlich. Du hast ein gutes Auge hier. Steck keine Sicherung mit wenig Ampere in einen Stecker für hohe Ampere. Da ist dir ein Brandsicher. Denk einfach nach, Allison. Rührt sich nicht. Vielleicht gibt es in der Ferne ja Multiöl. Nein, du musst welches bei Becky besorgen. Naja, siehst du, wie locker die Schraube sitzt? Wir brauchen ein neues Schließblech. Heißt das, wir können die Tür nicht reparieren? Ah, ja. Nicht heute. So viel zu wird einfach. Sieht gut aus. Ist alles okay? Ja. Zwei scheint alles unter Kontrolle zu haben, also. Tja. Was war das denn? Mal hier. Hier hat sie bestimmt all unsere Spielsachen gemacht. Sie war echt gut darin. Und sie konnte zeichnen und schreiben und fotografieren. Sie hätte was draus machen sollen, anstatt sich hier draußen abzuschotten. Papierrollen, Seile, Kartons. Was sie damit wohl bauen wollte? Ein Auto? Ein Panzer. Redder Rap. Was ist das? Ey, was? Klingt nach einer Geschichte. Hey, das war nicht lustig. Schon klar, Pippi-Junge. Hallo, mein kleiner Freund. Ach, sprichst du mit einer Spinne? Die ist hoffentlich schön klein. Ignorier die fiese Tante, meine achtbeinige Schönheit. Der Werkzeugkasten aller Zeiten. Ich frage mich, was Sam so aufgebracht hat. Er hat wohl vergessen, dass sein Bourbon alle ist. Irgendwas daran hat ihn echt getroffen. Ich glaube, niemand von uns freut sich, diesen Gewehrständer zu sehen. Zu nehmen. Weißt du, wer das ist? Was hast du da? Weißt du, wer das ist? Ja, das ist Carol, Eddies Mutter. Ich habe Fotos von ihr gesehen, aber nicht das hier.
Guck dir Brown an. Und Marianne. Sie wirkt richtig glücklich. Darf ich? Pass auf, das Glas ist Au. Kaputt. Geht's dir gut? Es brennt. Geh mit zu Mom. Dann wird sie böse. Wir sollten ja gar nicht hier sein. Zündet sich noch. Ich will nicht. Wir sollten sie und Eddie nicht stören. Wo willst du hin? Als sie noch hier war, war alles anders. Wir waren eine Familie, Eddie. Wie konntest du mir das antun? Hör zu. Ich musste anrufen. Was haben Sie besprochen? Ich kann es mir nicht zusammenreimen. Keine Ahnung, aber ich weiß noch, dass egal, was Eddie tun musste, wovon der Anruf handelte, ihn das sehr aufgewühlt hat. Aufgewühlt? Er machte ganz auf Bulle, Marianne wurde sauer und schmiss ihn raus. Hier, ich zeige dir meine Erinnerung. Hier drüben, Allison. Ich musste anrufen. So verlangt es das Gesetz. Ach ja? Und dein kleiner Besuch hier? Was hält das Gesetz davon, hm? Hey, ich hätte nicht kommen müssen, aber ich... Du verdammter Heuchler! Hau einfach ab! Marianne... Ich sagte, hau ab! Geh! Sie hat das Bild nicht geworfen. Bist du sicher? Er war ein echtes Arschloch. Wie kannst du sicher sein? Wir haben nur gelauscht. Wir konnten kaum was sehen. Was ist deiner Meinung nach passiert? Ja, Leute, wir gehen in eine ganz kurze Pause, denn ich werde den Chat fragen, wie wir entscheiden sollen. Denn so wie es aussieht, spielen wir sie wohl sehr viel länger als ihn und deswegen... Machen wir das jetzt mit einer kleinen Abstimmung. Wir sehen uns sofort wieder. Der Chat hat entschieden, dass wir mit Allisons Erinnerungen weiter fortfahren. Ich musste anrufen. So verlangt es das Protokoll. Dazu bin ich rechtlich verpflichtet. Warum bist du denn hier? Das steht ganz sicher nicht im Protokoll. Ich wollte, dass du es von mir hörst. Bitte geh jetzt. Marianne. Tut mir leid. Bitte geh einfach. Wieso unterscheiden sich unsere Erinnerungen ständig so sehr? Es ist lange her und, naja, Erinnerungen können verschwimmen. Warte, wann war das? Ich weiß nicht. Ich glaube, es war genau an dem Tag, als sie dich angriff. Das dachte ich mir. Aber Eddie meinte, er hätte Marianne ewig nicht gesehen. Ja, das war gelogen. Und was sollte das alles mit dem Protokoll? Was genau wollte er hier? Weiß nicht. Keine Ahnung. Wir sollten keine vorschnellen Schlüsse ziehen. Hör mal. Ich weiß, dass er für dich da war. Aber das heißt nicht, dass er nicht lügen kann. Diese Kälte gegenüber Marianne passt nicht zu ihm. Selbst wenn er auf Bulle machte. Naja, finde ich schon. Aber wer weiß. Erinnerungen können trügerisch sein, was? Verschwinde!
weiß, du hast nur deinen Job gemacht, aber ich will, dass du gehst, bevor etwas passiert. Bitte, geh einfach. Okay. Sagen wir, Brown hat sich wegen der Neuigkeiten wirklich schlecht gefühlt. Trotzdem war es der Tag ihres Angriffs. Es bleibt eine Lüge. Und jetzt? Wir gehen los und verlangen eine Antwort von ihm. Jetzt sofort? Ja. Ich hole meine Schlüssel. Aber was wird ohne uns aus diesen Müllbergen? Scheiß auf Müll. Brown hat einfach gelogen. Ich meine, ich bin nicht sein größter Fan. Aber er spricht immer von Wahrheit und Gesetz und so. Musst du dich darüber so freuen? Was? Auf so etwas hast du doch nur gewartet. Etwas, das beweist, dass Eddie ein Arsch ist. Aber deine Schadenfreude ist nicht cool. Es ist Tina. Ich muss ran. Ja, warte kurz. Ich parke das Auto. Red ich mir wohl mal die Beine. Nein, gib mir eine Sekunde. Okay, Tina, was ist los? Hi, Süße. Ich habe jemanden, der super gern das Haus sehen würde. Oh, das ist super. Wann? Die Person ist nur kurzzeitig in der Stadt, also würde sie es sich übermorgen anschauen. Oh, ich weiß nicht, ob das geht. Süße, dieser Typ ist sehr interessiert, aber ich weiß, dass er sich auch andere Objekte ansieht. Und es ist nicht so, als würden euch die Leute die Türen einrennen. Dafür bin ich auch dankbar, aber bei uns ist ziemlich viel los. Habe ich erwähnt, dass er in bar bezahlen will? Ist kein guter Zeitpunkt. Er will in bar bezahlen, Alice. Tut mir leid, aber das wird das totale Chaos. Ich will von niemandem die Zeit verschwenden. Okay, tja, dann sag Bescheid, wenn ihr soweit seid. Ich stehe jetzt wohl auf Tinas schwarzer Liste. Welche Wähler willst du hier draußen erreichen, Tom? Die Bären? Die und ich sind hier vor ein paar Jahren gewandert. Auf dem Gipfel gab's ein eiskaltes Bier. Achtung! Während der Lachswanderung kommt es häufig zu Bärensichtungen, Mai bis Oktober. An allen Flüssen, örtlichen Wanderwegen, Aussichtspunkten und Gletscherstraßen ist extreme Vorsicht geboten. Im Herbst begeben sich die Bären auf höheres Gelände, um dort Bären zu fressen und sich auf den Winter vorzubereiten. Bären nicht füttern. Jegliche Lebensmittel müssen sicher verstaut sein. Wachsam bleiben. Halten Sie nach Fisch- oder Wildkadavern sowie Aasfressern Ausschau. Machen Sie beim Wandern Lärm. Bären mögen keine Überraschungen. Nie alleine wandern. Auf Wanderungen immer Pfefferspray mitführen. Im Falle einer Begegnung mit einem Bären nicht weglaufen. Bleiben Sie stehen, schwenken Sie die Arme auf und ab und reden Sie laut.
klettern sie nicht auf Bäume oder Masten. Bären können sehr gut klettern. Im Falle eines Angriffs wehren sie sich entschieden. Da hast du ja einen hübschen Fleck gefunden. Wir waren hier schon mal, oder? Ich habe das Gefühl, dass ich hier schon mal war. Tina? Tina West, die Maklerin. Ach, die Tina. Was wollte sie? Sie hat jemanden gefunden, der das Haus sehen will, aber er hätte nur übermorgen Zeit. Und du hast abgelehnt? Ja. Wir brauchen noch mehr Zeit zum Saubermachen und all dem. Danke. Aber was, wenn keiner mehr anruft? Dann werden wir in dem verdammten Haus wohl alt und verlieren unseren Verstand. Klingt nach einem Plan. Also, unser Gespräch, bevor Tina anrief? Ja. Ich freue mich nicht, dass dein Pflegevater gelogen hat. Ach ja? Klang aber ganz danach. Er hat Infos über Mary Ann verheimlicht. Weiß ich. Du musst es nur nicht so hochspielen. Du lässt ihm immer alles durchgehen, weil es dir sonst unangenehm wäre. Ich lass nicht alles durchgehen. Es ist nur schwierig. Die ganze verdammte Situation ist schwierig. Meinst du, mir gefällt die Scheiße, die wir über Tessa erfahren haben? Diese Stadt, diese Leute. Für dich sind sie nur Erinnerungen. Aber das ist mein Zuhause, Tyler. Meine Freunde, meine Familie. Ich suche auch nach Antworten. Aber ich will nicht mein ganzes Leben hier dafür aufs Spiel setzen. Ich bin nicht hier, um dein Leben zu ruinieren, Allison. Ich will doch nur antworten. Ich weiß. Deswegen tun wir das alles ja. Unsere Stadt sieht von hier ganz schön hübsch aus. Was? Du hängst mehr an diesem Ort, als du zugeben willst. Komm schon, Tyler, sei ehrlich zu mir. Warum verschließt du dich so vor anderen Leuten? Ich höre deine Stimme in meinem Kopf. Ich wüsste nicht, wie ich mich davor verschließen sollte. Du weißt, was ich meine, Ty. Hey, spürst du das? Hab dich! Nordstern! Okay, jetzt bist du der Stern und ich bin der Kompass. Okay. Und nicht schummeln. Letztes Mal hast du mir falsche Hinweise gegeben. Hab ich nicht. Hast du wohl. Okay. Ich mache es nicht nochmal. Du hast immer gesagt, ich würde schummeln. Na, das war ja auch so. Das war ein cooles Spiel. Zu fühlen, was du fühlst und dich so aufzuspüren. Niemand konnte es mit uns spielen. Das war das Schöne daran. Echt jetzt? Wolltest du nie andere Freunde? Nee, nicht wirklich. Ich meine, wir hatten ja uns. Das hat mir gereicht. Und? Bist du nicht enttäuscht, dass wir jetzt doch keine Milliardäre geworden sind? Nee,
Das Geld hätte mich weich gekocht. Dafür habe ich zu viele Jahre an meiner kantigen Art gefeilt. Du hattest recht, mich vorhin anzugehen. Ich war echt ein Arsch wegen Eddie. Man sollte die Siege feiern, wie sie kommen. Aber vielleicht nicht auf Kosten meiner Vaterfigur. Ich gebe mir Mühe. Sieh dir das an. Der Küstennebel verdeckt den Gipfel. Ein perfekter Tag für eine schaurige Wanderung im Wald. Vielleicht wäre das was für nach unserem Gespräch mit Eddie. Unglaublich, dass die alte Konservenfabrik noch offen ist. Ja, Leute, ich bedanke mich wieder fürs Reinschauen und für Däumchen und alles. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Sven.